Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren OMSI2-Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute mal nicht mit dem Bus unterwegs, wir sind heute mal direkt mal mit der schönen U-Bahn unterwegs. U5 sind wir, Biesdorf Süd, Endhaltepunkt. Ein großes Dankeschön hier an OMSI2-Fahrzeuge und Co., der uns bereits eine Beta zur Verfügung gestellt hat, damit wir euch bei dem aktuellen Stand der neuen Kanzlerbahn hier mal bereitstellen können, euch mal zeigen können, was bis dato passiert ist. Highlight natürlich, Biesdorf Süd ist oberirdisch. Also das heißt, wir fahren mal aus dem Tunnel raus und schauen mal, wie das Ganze oben so gebaut ist. Die U5 ist natürlich eine relativ lange Linie, dementsprechend, ja, ich würde gar nicht sagen, nicht so lange quatschen, wir haben kaum Zeit. Los geht's. Ganz natürlich mit Tracker Air. Na, damit wir uns hier wieder schon umgucken können hier. Selbstverständlich. So, Fahrplan ist hoffentlich aktiv. Mal gucken, ob wir jetzt auf Fahrgäste dementsprechend einsteigen. So, das war. Schön gebaut auf jeden Fall. Schön gebaut. So, jetzt bin ich mal gerade zu drücken. Ah ja, genau. Die Türen gehen auf. Oh ja, guten Morgen. Also, oh, warte mal. Da fällt mir jetzt gerade was ein. Kann ich das noch schnell machen? Fahrkartenverkauf, kein. So, hoffen wir, dass das jetzt noch funktioniert, dass sie jetzt hier keine Fahrkarten mehr kaufen. So, Biesdorf Süd, eine Minute. Sonst, hier sehen wir, das ist der Hauptbahnhof. Extrem schön gebaut hier alles. Da zeigt ihr auch alles wirklich an, wann die Züge kommen. Also wirklich sehr, sehr sauber gebaut hier. Hauptbahnhof. Ne? Und so weiter und so fort. Also das sieht echt, echt hübsch aus. Das ist zum Beispiel auch ein Projekt, was zum Beispiel ich unterstütze. Hallo? Warum funktioniert mein Tracker Air jetzt nicht? Interessant, interessant. So. Warte mal, ich mach mal ganz kurz mal. Warte mal, ich habe jetzt irgendeine Taste gedrückt, oder? Also irgendwie, warte mal, das muss ich mal ganz kurz mal gucken, was jetzt hier los ist. Warte mal. Ah, hier unten. Hat sich irgendwie deaktiviert. So. Okay, jetzt soll es wieder passen. Also irgendwas haut hier auch gerade nicht hin, so wirklich mit meinem Tracker her. So. Tja. Das funktioniert super, würde ich sagen. So, jetzt. Los geht's. Das Problem ist, es ist einmal eingestellt, ja, dann ist alles tutti frutti. Kommst du da einmal irgendwie ran, verstellt sich sofort alles und dann ist echt zappenduster. Bundestag. Stimmt, der hat ja auch noch hier Ansagen drin, ne? Dass der zum Beispiel einsteigen und zurückbleiben. Schön, die originalen Ansagen hier drin. Großartig. Einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Zurückbleiben bitte. Das ist so cool. Ach ja, das ist halt so das, was ich halt immer meine, ja, was du aus OMSI alles noch machen kannst, ja, das ist absolut fantastisch.
Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Omsi, egal ob Lotus nun da ist oder nicht, Omsi wird es in 10 Jahren immer noch geben. Kannst du mir sagen, was du willst. Mindestens noch. Brandenburger Tor. Übergang zur S-Bahn. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. So, Brandenburger Tor. So, dann... Einsteigen bitte. Morgen. Morgen. Großartig. Oh. Ah, fantastisch. Ja, natürlich ist der Tunnel jetzt unspektakulär jetzt hier, ne, an sich. 60 war hier, ne? Unter den Linden, Übergang zur U6. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. Fahrzeuge cool hier drin. Guten Tag. Hallo. Ach, Manni ist wieder da. Zurückbleiben bitte. So, 35. Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. So, einsteigen. Hallo. Hallo. Museumsinsel. Guten Tag. Oh ja, Leute, also noch mehr kann ich jetzt leider nicht warten, ja. Hab schon Verspätungen, ja. Schöne Werbung gemacht hier vom Bus EM von der Karte. Könnt ihr euch mal angucken. Haben wir bei uns auch schon im Let's Play hier. Sehen wir, ne? Um so zwei Fahrzeuge und Co. Finde ich cool. Steigt trotzdem ein. Hab mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Hier siehst du da oben so die zwei Fahrzeuge und Co. Gucken, ob hier auch wieder so eine Schilder rumstehen. So von wegen kreuz und quer durch die Stadt mit Metrobussen. Ne, aktuell nicht. Aber manchmal hat er ja immer so eine Schilder verbaut. Dass er zum Beispiel mal Leute sucht oder so. Ne?
gerne könnt ihr euch bei uns zwei Fahrzeuge in Co. melden, naja, falls ihr zum Beispiel Objektebauer seid oder sowas, dann könnt ihr da gerne mal ihm da auf Instagram irgendwo mal anschreiben oder Twitter, nee, nur Instagram. Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U2 mit Verbindung zur Messe und zum Olympiastadion, zur U8, zur Metrotram, zum Metrobus. Change here for U2 with service to Exhibition Grounds, Olympic Stadium. Gerade, konnte man hier nicht die Türvorwahl irgendwie verändern? Dass man zum Beispiel sagen konnte, welche Tür er hier zum Beispiel nehmen soll für? Guten Tag. Ja. So schaut's also aus, halt, ne? Wir sind natürlich auch ein bisschen beschäftigt mit Objektbau hier. Haben auch schon so das ein oder andere gebastelt hier. Es macht auch unheimlich Spaß, wie gesagt, ich unterstütze gerne so Projekte. Wo man halt auch weiß, dass das halt auch wirklich benutzt wird dann halt, ja. Schon ein paar Mal bei irgendwelchen Projekten ausgeholfen, wo die Objekte dann einfach dann liegen geblieben sind. Dann war die ganze Arbeit umsonst dann halt. Aber wir haben so zwei Fahrzeuge und Co. Ne? Wisst ihr Bescheid, auch zum Beispiel Berlin Buch. Die Karte zum Beispiel, da könnt ihr auch anfragen, ob ihr da zum Beispiel mithelfen könnt, wollt oder sowas. Vielleicht habt ihr kein Glück und werdet dann auch Beta-Tester, allgemein Beta-Tester. Müsst ihr mal gucken, einfach mal anschreiben, ob da noch aktuell welche gesucht werden. Aber sonst alles weitere findet ihr auf der Website von unseren zwei Fahrzeuge und Co. Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Schillingstraße. So, alles einsteigen. Müssen wir mal gucken, was man hier irgendwie noch den Tunnel irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt hier einfach nur ein Spline ist, zum Beispiel, der gesetzt ist, oder ob das wirklich jetzt einzelne Objekte sind. Strausberger Platz. Einsteigen bitte. Aber echt wirklich alles total toll ausgebaut, ja. Das muss man mal lassen. Sowieso OMSI 2 Fahrzeuge kommen mit einer der besten, der Berliner Content erstellt. Hat sich auf jeden Fall in der OMSI-Szene schon einen Namen gemacht, kann man sagen. Wenn es halt um Berliner Content geht. Auch findet ihr dort zum Beispiel BVG Repaints und alles sowas. Für verschiedenste Busse zuletzt erstmal gesehen, dass es einen BVG Repaint für den Solaris der vierten Generation gibt. Ja. Weberwiese. Schlimm, wenn man weiß, wenn man oben mit dem Auto lang fährt. Dadurch, dass ich ja nun mal Autofahrer bin, nutze ich keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Ja, das ist mir halt irgendwie alles ein bisschen zu unangenehm.
auch gerade in der heutigen Zeit vielleicht, bin ich ja viel mit dem Auto unterwegs. Oh, das ist einfach mal schon krass zu sehen, ja, wie es dann eigentlich mal aussieht, wenn man drunter fährt halt, ne? Einsteigen bitte. Aber auch die Performance hier, die ist genial, ja. Also er hat hier wirklich das getroffen, ja. Also es läuft gut, es sieht gut aus. Also wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen was halt in den Tunnels so machen kann, muss man mal gucken, ob man da vielleicht noch irgendwas so objekttechnisch da irgendwie noch was hinzaubern kann. Aber auf jeden Fall gespannt. Ja, original geht sie ja bis Hülo. Ich weiß auch nicht so recht, ob er da was zu gesagt hatte, ob er vorhat, das bis Hülo zu bauen. Lassen wir uns da ein bisschen überraschen. Aber er hat schon ein großes Stück auf jeden Fall geschafft. Also denke ich mal schon, dass man hier auf jeden Fall jetzt bis Hülo noch zu Ende bauen kann. Frankfurter Tor. Übergang zur Metro. So, und wer braucht jetzt noch World of Subways? So, einsteigen. Schönen Tag. Samariterstraße. Ach ja. Das Fahrzeug ist jetzt natürlich auch nicht das Knallerfahrzeug. Ich habe ja noch die Gisela. Aber so einen schönen Haarzug gibt es ja leider nicht für Omsi. Hat sich da noch keiner reingesetzt. Fitti an der Wand, ja. Einsteige bitte. Ja, normalerweise hast du ja hier auch mal die Monitore und alles was, ne? Oder die Spiegel zumindest. Zurückbleiben bitte. Frankfurter Allee. Übergang zur S-Bahn und zur Metrotram. Was hier meine ich halt, ne? Mit dieser bisschen Abwechslung hier halt reinbringen. Das sieht verdammt gut aus, ja. Also sowas meinte ich jetzt, ja. Mit ein bisschen Deko halt, das ist dann halt nicht alles so stupide, einfach nur so Tunnel, sondern dass da halt auch ein bisschen was rumliegt oder irgendwie sowas. Ja. Einsteigebitte. So, ich glaube, wir müssen. Guck mal ganz kurz. Zeigt uns jetzt hier wahrscheinlich allgemein jetzt so rot an, ne?
das Abstellgleis hier? Na genau, wir müssen oben rum. Okay, dann. Ich bin ja kein Train-Simulator oder sowas, wo du keine roten Lampen überfahren darfst. So, ab hier ist Magdalenenstraße. So, alles noch in einem relativ frühen Beta-Stadium hier. Ja, also auch da, falls euch irgendwas auffallen sollte, könnt ihr gerne das Ganze in die Kommentare posten, einfach reinschreiben. Ja, denn wie gesagt, das Projekt ist auch noch nicht fertig. Und da wird halt immer noch hart dran getüftelt, zumal es ja jetzt auch sein zweites Projekt ist, neben Berlin Buch. Wollen wir noch nicht vergessen. Und da kann er natürlich nur dann arbeiten, wenn es die Zeit und dementsprechend auch so ein bisschen erlaubt hält. Ne? So. Also wir enden jetzt hier nicht. War Lichtenberg davor auch schon drin? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wa? Müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt weiterfahren. So, jetzt nicht versehen, irgendein Abstellgleis jetzt reinfahren. So, genau. Jetzt befinden wir uns halt in einem Stadion hier. Wie ihr sehen könnt, ne, ist hier oben alles offen und so weiter und so fort. Ne? Ja, dann dürft ihr das jetzt einfach mal jetzt wegdenken. Das Ganze wird natürlich dann Stück für Stück dann natürlich alles zugebaut und fertig gemacht. Signale fehlen ja hier auch noch. Ne? Also, wir fahren jetzt in ein wirklich sehr, sehr frühes Stadion jetzt hier rein. Tierpark.
Übergang zur Metro-Tram. Liebe Fahrgäste, danke, dass Sie in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen Mund und Nase bedecken. Übrigens, Maskenmuffel riskieren mindestens 50 Euro. Dear passengers, cover mouth and nose, don't risk a fine. Ja, ja, einsteigen bitte. So, dann. Oh, warte, jetzt müssen wir Weiche stillen. Abbrechen. Abbrechen. Genau. Weil wir wollen jetzt nämlich, oder? War doch jetzt richtig, ne? Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Nee. Wir müssen hier runter und fort. Alles gut. So. So Leute, an der oben angekommen hier raus. Das sieht doch geil aus, oder? Hat er richtig gut gemacht. Hat er richtig gut gemacht hier. Schön hier mit diesen Schrebergärten hier auf der rechten Seite. Links ist ein bisschen grün. Aber wer schon mal so in dieser Region war, der weiß, dass es hier schon relativ grün ist. Man glaubt es kaum, aber Berlin ist ganz schön grün. So, und hier endet dann auch unsere Fahrt schon in Biesdorf Süd. Zurückbleiben bitte. So, ja, das ist es auf jeden Fall. Dies ist ja das neue Update von der U5 Kanzlerbahn. Also muss man wirklich schon sagen, schon richtig toll gebaut hier. Ach guck mal, Sim News ist wohl mit drin. Sim News Partner, dein Gaming und Simulations News Portal. Dann haben wir hier noch, ja, okay. Ja, VW. So, ja, sonst an sich gibt's hier nichts, ja. So festzuhalten, wie gesagt, klar, wie gesagt, bei den Tunneln, das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist, da vielleicht noch ein bisschen irgendwie versucht. Oh, was ist denn da? Ah ja, Simulations-New. Wir sind auch verewigt. Schön. an sich wirklich absolute Traumkarte, dass das halt wirklich jetzt noch mit Dings hier machbar ist, das ist absolut fantastisch. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das ganze Projekt hier wirklich vielleicht noch bis zum Ende geht, bis nach Hönow oder sowas. Da könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Wie gesagt, so zugtechnisch wäre natürlich jetzt mal was Moderneres, wäre schon ziemlich nice, aber der A3 hier, der funktioniert eigentlich, der tut seine Arbeit. Und ja, mein Gott, der ist ja über heute immer noch im Einsatz, da passt das Ganze auch noch. An sich wirklich, also dieses Verhältnis einfach so die ganze Zeit tunneln und dann kommst du auf einmal so an die Oberfläche, das ist schon ziemlich geil. Also das hat er schon extrem gut hinbekommen, das Ganze. Und sonst seht ihr ja, ne, alles wirklich auch wie in Berlin-Buch halt total mit viel, viel Liebe gearbeitet hier. Also das muss man wirklich lassen. Da kann man einfach nur wirklich sagen, hoffentlich geht das weiter und er bastelt da weiterhin dran.
wie gesagt, wenn natürlich Unterstützung vonnöten ist, dann weiß er ja, kann er sich ja immer bei mir melden. Und sonst, ihr könnt auch gerne, wenn ihr möchtet, an diesem Projekt mit teilnehmen. Einfach bei Instagram bei OMSI2Fahrzeuge.co melden oder wie gesagt auf der Website mal gucken. Da könnt ihr dann einfach mal vorbeilinsen und dementsprechend da mal eure Hilfe anbieten. Das wäre natürlich eine ziemlich coole Sache. Sonst gibt's, ich glaube, an sich so nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall absolut cooles Projekt, macht Spaß und wie gesagt, hoffentlich geht es hier weiter und dementsprechend drücken wir OMSI2Fahrzeuge und Co. dicke die Daumen, dass das Ganze natürlich weitergeht. Aber man darf halt nicht vergessen, wie gesagt, er hat auch noch Berlin Buch, also bis das nächste Update kommt, kann es wohl noch eine ganze Weile dauern. Und wann das Ganze sowieso an die Öffentlichkeit geht, das ist auch immer noch nicht so wirklich bekannt. Vielleicht schreibt ihr OMSI2Fahrzeuge.co denn hier einfach mal drunter, ob er da schon einen Release-Termin zum Beispiel schon angepeilt hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann ja, zum nächsten OMSI2-Video hier wieder. Ich verabschiede mich. Bis denn. Tschüss.